Ach so, die verbrauchen sich, wenn ich das da oben mache. Heißt, wenn ich jetzt hier alles verbrauche, ist das hier weg. Okay. Was seid ihr? Ihr seid ein Talent. Ich habe hier aber keine Talents mehr. Part 4, Part 5. Achso, und wenn davon man genug hat, dann verwurschteln die sich irgendwie zusammen und dann kriegt man einen richtigen Punkt. Das ist sehr komisch. Und ich glaube, es war keine gute Idee, das hier am Rand zu machen. Mach die mal kurz weg. Weil die hier so einen kleinen Yield nur haben. Mach das mal lieber hier, wo der Yield bestimmt besser ist. Da, 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 da. Achso, Steuerung war nicht so eine gute Idee. Einfach nur. So. Jetzt arbeitet ihr alle, ne? Gut. Weißt du was, ich mache da noch mehr hin. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal richtig schönen Boost an Kohle. Genau. So, so. Und dann kann ich jederzeit hier hinkommen. Und ganz viel Kohle abholen. So, ich wollte das da noch anbinden. So, so. Ting, ting. Und dann jetzt ein Drill bauen. Dafür brauche ich nur noch Kupfer. Kupfer sollte ich eigentlich inzwischen recht viel haben. Ja. Muss um die Axt aufstufen. Jo. Kupfer, so. Bau elektrisch. Oh Gott. Bau zwei elektrische Drills und warte sehr, sehr lange. So, ihr habt nicht genug Science Packs. Das erklärt, warum es nicht weitergeht. Ich müsste also auch bald anfangen mit der Automatisierung von allem. Ist das da unten Eisen? Also ich bin wirklich nicht zufrieden mit diesem Startpunkt hier. Ich hätte gerne ein wirklich größeres Eisenfeld in der Nähe von der Basis. Das heißt, ich werde gleich ein bisschen rumtappern. Problem beim Rumtappern ist, ich werde auf Gegner treffen. Und das ist nicht so schön. Wasser... Bohrer, nein. Achso, Wasserbohrer, dass man gar kein Wasser wirklich braucht. Das ist schick, ja. Ich glaube, ich erforsche mal lieber Mauern. Replication Kohle, nein. Armor Crafting. Ja, das Ding ist besser als unsere Rüstung, kann das sein? Ja, bin ich mir relativ sicher. 3,30. Nur physikalisch. Und da 0,4. Ja. Also es kann sein, dass die Rüstung später besser wird. Aber erst, wenn man wahrscheinlich selber genug Erfahrung hat und geschüttet hat und so weiter. Könnte bei den Waffen ähnlich sein. Also müsste ich jetzt eigentlich erstmal eine ganze Weile mit dem Bogen rumschießen, bevor der Bogen stark genug ist, dass er mit den anderen Waffen mithalten kann. Aber ich will es nicht so wirklich riskieren, jetzt die Einheimischen schon anzugreifen. Da will ich auch nicht durch. Okay, also erstmal jetzt die Drills setzen. Dann laufe ich ein bisschen rum und suche ein richtig schönes Eisenfeld. Aber ich denke, da werden schon die ersten Basen kommen. Dafür bräuchten wir Stahl. Ja, erforsch mal Stahl. Stahl klingt gut. Dann kommst du mit. Hier, erster Drill. Achso, warte, ich will erstmal testen, wie der Yield ist. Yield ist 1,3 pro Sekunde. Yield ist 8,7 pro Sekunde. Da wird das kleine Ding hier nicht hinterherkommen, hm? Nee, kommt er nicht. Okay. Das heißt, wir bräuchten dann hier eine Kiste und ein Ärmchen und dann mehrere davon. Oder halt Speedmodule, aber Speedmodule, das werden wir knicken können. Da was fallen jetzt Module? Ja, habe ich noch nicht erforscht, also tauchen sie noch nicht auf. Mach bitte das da. Gott. Ja, fabriken wir das nächste. Das da. Bau mal drei davon und dann läuft das alles noch mit den Ärmchen und Kisten. Jo. So.
der Drill da oben läuft. Den Drill beim Eisen stelle ich jetzt noch hin und dann mache ich einen kleinen Spaziergang da oben rum. Und guck mal, was da so ist. Warum arbeitest du nicht? 0,1? Das ist echt nicht viel Yield. Also die Felder werden radikal leerer. Also jetzt 15,3. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Alter Falter. Dann müsste ich wahrscheinlich doch wesentlich mehr mit diesen Replikatoren arbeiten, hm? Wenn die Felder so schnell auf so einen Minimalertrag runtergehen quasi. So, hier mal durch. Alles, was du hast, bitte mal in den Bogen. Das geht hier gar nicht, ne? Ah doch, da, Attack-Bonus. Zack, zack, zack. Da ist schon mal Lava. Seltene Erden braucht ihr auch 5 Stück für neue Schmelzöfen. Oh, die sind auch noch wirklich selten. Mist. Yay, eine seltene Erde. General Level 4. Achso, das sind so allgemein zusammengefasste Skills, ne? Okay. Oh, komm schon. Also ich denke, Schmelzöfen, elektrische können wir erstmal knicken. Jedenfalls die da. Da müsste ich echt einen Drill draufsetzen. Ja, nee, das tue ich mir nicht an. Und jetzt im Dunkeln durch den Wald. Ich sehe übrigens noch keine Basis. Das irritiert mich ein bisschen. Gold! Lass das da oben mit dem Eisenfeld sein. Nee, Tin. Vergleich das mal mit vorher. Was ist das Blau? Ah, da ist was Rotes. Das Blaue wird Kobalt sein. Auf jeden Fall sind die Farben jetzt wesentlich kräftiger. Man kann erkennen, was was sein soll. Unicomp Chunk. Was auch immer ein Unicomp ist. Quarz. So, und ich riskiere es, glaube ich, mal anzugreifen. Und wo war jetzt die Pfeilgeschichte? Ich würde gerne Pfeile herstellen und dafür bluten. Da sind Pfeile. Cursed Donation, Cursed Blood Potion. Ja, okay, jetzt ist unser das da. Aber das will ich doch nicht. Mach mal lieber eine Submachine Gun, ein bisschen Ammo. Warte. Bau die Rüstung da. Dass wir, wenn der Bogen nicht mehr funktioniert und wir da keine Skills mehr kriegen, weil wir keine Muni mehr haben, dass wir dann wenigstens noch ein bisschen dackern können. Viel besser. Okay. Gucken wir mal. Hallo? Boah, ist das langsam, der Bogen. Hallo? Schieß? Blut. Und Mini-Alien-Artefakte? Hm. Anscheinend... Hä? Habe ich keine Pfeile verbraucht? Und ich krieg keinen Schaden. Ach, da ist so ein kleiner grüner Balken unter den Pfeilen. Skillpunkte krieg ich auch nicht wirklich. Das Blut wandert. Ja, jetzt ist ein Pfeilmagazin weg. Also genau wie bei normaler normalen Magazinen auch. Sind es halt nicht 10 Pfeile, sondern 10 Köcher voll Pfeilen oder was weiß ich. Ja, das wird nichts. Aber gut zu wissen, dass die Walter jetzt nicht so stark sind. Also jedenfalls am Anfang jetzt. Ich finde es nur schade, dass ich irgendwie keinen Level bekommen habe beim Bogen. Oder sehe ich das bloß nicht? Nein. Na komm, schieß. Es geht fast. Ja, okay, ich habe jetzt keine Magazine mehr.
Aber es geht fast. Also ich könnte das Ding da kaputt... Und das ist ein Eisenfeld, ne? Ja. Ja. Ich glaube, das hier wird unsere Basis. Da oben irgendwo. Wobei, da ist kein Kupfer in der Nähe. So, Phew. Ah, Cursed Bow, next level. Macht immer noch 7,5 Schaden jetzt. Yay. Ein Riesenunterschied. Oh, genau. War meine Basis jetzt eigentlich? Da, ne? Da irgendwo. Das Mini-Eisenfeld, da ist echt doof gewürfelt gewesen. Ja. Oh, Leichen, genau. Small Biter Corps. Schmeiß mal die Leichen da rein. Only Corps can be inserted here, not Small Biter Corps. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Meine Leiche oder wie? Ah ja, guck mal, die hier ist schon auf Yield 8,5. Achso, weil Strom Mangelware ist. Performance available, Performance. Ja. Temperatur? 100 Grad. Ich bräuchte also mehr. Bauen wir noch eine Pumpe. Holen wir mehr Eisenplatten ab. Alternative Stromgewinnung sehe ich hier noch. Yukon Energy. Alien Light Source. Owner's Monument. Advanced Accumulator. Ich hätte gerne irgendwas, was Strom erzeugt. Steam Generator A. Ich guck mal. Geh mal dahin. So, wir haben Steam Generator A. Runs permanently until it run out of fuel or disconnected from Dingensbummens. For backup situations, runs only if all energy is exhausted. Also das ist wieder wie Primary, Secondary, Tertiary. Habe ich jetzt keine Ahnung, welches was wohin kommt, aber ich nehme mal einen davon. Stell den einfach irgendwo hin. Und der macht nichts. Ein Gate? Verwirrung pur. Da. Also anscheinend macht er jetzt Steam. Nee, runs permanently until it runs out of fuel. Du hast kein Fuel. Du hast aber auch keine Anzeige, welchen Fuel du brauchst. Sauberes Wasser? Oh Gott, okay. Bau dich erstmal wieder ab. Wie war das mit dem Recycler? Wäre jetzt ein guter Punkt dafür. Alien Biokonstrukt. Wo stelle ich... Ah, aus Alien Artefakten, all diesem komischen Lila-Zeug, baue ich die Biokonstrukte. Und damit kann ich solche Sachen bauen. Alien Tech Lab. Und ich merke schon, dass ich wieder viel zu viel Zeit damit verbringe, hier rumzuwuseln, anstatt die Basis weiter auszubauen. Das ist nicht gut. Basis weiter ausbauen war Strom. Genau, da war ich gerade bei. Ja, ist egal. Mach erstmal Primary. So, dann dich. Dann mach das einfach hier hin irgendwo. Du. Da. Du. Da. Und du. Da. Und Kohle rein. Oh, warte mal. Ich mach mal dich weg. Mach dich dafür dahin. Und du arbeitest. Und du siehst cool aus. Hast allerdings nicht so viel Performance, weil du anscheinend mehr Hitze brauchst. Okay. Noch ein Boiler. Klauen wir da ein bisschen Kohle. Mach dich da mal weg. Noch ein Boiler. Noch mehr Kohle. Dich dahin. Ja, so vergleichen wir mal die Werte. Du stellst her
600 Kilowatt. Du stellst her... 1200. Also definitiv besser in allem. Braucht allerdings genauso viel Platz. Gut. Damit wäre das auch geklärt. Gemoddete Sachen sind immer besser als Vanilla-Sarang. Hätte ich mir auch gleich denken können. Du gehst bitte dahin. Kann man die in Reihe schalten? Guck ich später. Du da, du brauchst auch Kohle. Und ich sollte auf jeden Fall neue Kohle holen. Stromprobleme sollten wir jetzt also erstmal keine mehr haben. Das ist gut. Wir haben Forschungsprobleme, weil ich nicht forsche. Dim, 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 dim. Fabriken. Mach mal. Rein, raus, Kisten.